Was geht? Willkommen auf meinem Channel, du Kopf! So, und zwar folgendes. Ich habe noch ein paar Figuren, Tipkick-Figuren, und zwar welche, die ich noch rumliegen habe. Und die habe ich noch nicht geöffnet und ich würde sagen, wir machen nochmal ein Tipkick-Pack-Opening Volume 2. Peace! So, wo machen wir das Ganze? Natürlich wieder auf der Arbeit. So, hier habe ich noch ein paar Packungen. Oh. Hier habe ich nochmal einen Sack Packungen. Ja, ich würde mal sagen, das sind ein paar Tipkick-Figuren. So, achso, übrigens muss ich jetzt gucken, ob sogar Marokko dabei ist, denn jemand möchte gerne Marokko haben. So, gucken wir mal, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wir haben hier Russland. Russland ist am Stüssel. Ich bin auch so in die Kamera gekommen. Halbtrum. So. Wir haben hier Saudi-Arabien. Hab ich schon jetzt 10 Mal oder so. So. Wir haben hier Costa Rica. Habe ich, glaube ich, auch schon 10 Mal. Panama. Bis jetzt nichts Besonderes dabei. Schweden. Ja, schon eine etwas bessere Mannschaft. Ja, wir haben hier Spanien. Um ehrlich zu sein, wie fandet ihr denn eigentlich die WM? Ich muss sagen, das war die schlechteste WM, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das ist kein Spaß, was ich euch erzähle. Ich finde, so eine schlechte WM habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Noch nie. Das liegt jetzt nicht daran, weil Deutschland raus ist, sondern weil sie einfach nur langweilig war. So. Belgien. Für mich waren es eigentlich die Favoriten, also denen ich es gegönnt hätte. Denn eigentlich habe ich von vornherein gesagt, Frankreich wird Weltmeister und ist tatsächlich passiert. Ich hätte mal 1.000er wetten sollen. Und ich hätte wetten sollen, dass Deutschland in der Gruppenphase rausfliegt, weil auch das habe ich gesagt. Was ich damit sagen will, ist, ich bin ein Orakel. Hier haben wir Argentinien, oder? Ne, Uruguay. Entschuldigung. Oh, hier waren 2 Bälle drin. Geil. So. Nochmal Spanien. Kolumbien. Habe ich auch noch nicht. Übrigens, ich habe schon alle Mannschaften zusammen. Ich gucke jetzt noch, ob ich nochmal alle Mannschaften zusammenkriege. Sprich, 2x 32 Mannschaften. Denn da fehlen mir noch ein paar. Dänemark. Island. Costa Rica. Habe ich jetzt hier auch schon einmal ausgepackt gehabt. Jetzt sind hier 3 Bälle drin, Alter. Was ist denn hier los? Costa Rica. Spanien ist auch schon doppelt und Costa Rica ist doppelt. Sonst. Ja. Und Serbien. Serbien haben wir auch noch nicht. Jedenfalls von denen, die ich gerade auspacke. Alter, sind das noch viele. Wir haben Uruguay. Uruguay hatten wir gerade eben schon. Wir haben jetzt schon 3 Doppelte. Wir haben Frankreich, geil, den Weltmeister, sehr geil. Aber auch den habe ich, glaube ich, schon 5 Mal. Wir haben, ach Mensch, was für ein Zufall, Uruguay. Wir haben England. Ja, waren auch gut. Wir haben, aha, nochmal ein Zufall. Spanien, Mensch. Ich kann schon fast Spanisch. Pizza vor allen Dingen, ne? Das italienische Vollidiot. Paella, meinte ich. Paella, grazie, amigo. So, was haben wir hier? Brasilien, oh geil. Brasilien habe ich noch nicht so oft. Ich glaube 3 Mal oder so. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wir haben hier Südkorea. Fand ich auch, war eine sagenhafte Mannschaft. Gegen Deutschland. Die haben wirklich cool gespielt.
Japan hätte ich gegönnt. Japan wäre richtig geil gewesen. Serbien haben wir auch hier irgendwo nochmal gezogen gehabt. Ja, hier. Russland. Auch krass, dass sie so weit gekommen sind, da muss ich sagen. Wirklich. Top. Peru. Peru habe ich, glaube ich, auch geführt 10-mal. Aber ich brauche Marokko. Und die kommen einfach nicht. Die sind so selten. Saudi-Arabien, man hätte es nie gedacht, ne? Man denkt ja so, ja, selten wird Deutschland und sowas. Oder Frankreich, Spanien. Scheiß. Marokko, Peru. Ja doch, Peru kann man sagen, ist auch nicht selten. Ich hab ihn. Ich hab ein Marokkaner. Marokko, gezogen. Aber ich brauche ihn leider nochmal, ne? Eigentlich. Sonst habe ich nicht zweimal 32 Mannschaften. Wäre echt voll nett von mir, wenn ich hier ihn trotzdem freigebe. So. So. Dann haben wir Costa Rica nochmal gezogen gehabt. Wir haben nochmal einen Franzosen. Einen Franzosen. Sah gerade noch so voll selten. Jetzt habe ich schon doppelt. So, wir haben einen Tunesier. Habe ich, glaube ich, auch schon öfters. Wir haben hier einen Panama. Panama, habe ich Panama schon hier aufgemacht? Panama? Ja, Panama auch. So. Uruguay, ja, ist jetzt das vierte Mal. So, Serbien ist jetzt das dritte Mal. Portugiese, Portugal. Schade. Ich dachte schon, wir Marokkaner. Ich brauche den nämlich eigentlich nochmal. Senegal. Habe ich jetzt hier noch gar nicht gezogen gehabt. Sehr gut. Aber ich glaube, den habe ich auch schon öfter. Deutschland. Einen Deutschen wieder gezogen. Aber Deutschland habe ich auch schon. Ach, hör auf. So, die letzten vier Packungen. Ja, die letzten vier. Die letzten vier werden jetzt gezogen. Ich hoffe, es ist nochmal Marokko dabei. Tunesien. Tunesien habe ich hier irgendwo gehabt. Ja, da. Hier haben wir. Oh, ich dachte gerade. Serbien nochmal. Serbien ist jetzt auch schon. Wo ist denn Serbien? Ach hier. So, Serbien auch viermal. Ja! Oh, geil, wie ich mich gerade freue, wie ein kleiner Junge. Noch ein Marokkaner. Perfekt, ich habe zwei davon. Geil. Geil! Was haben wir hier nochmal? Und ich würde mich nicht wundern, wenn es nochmal Uruguay ist. Es ist nochmal Uruguay. Ich habe fünfmal Uruguay gezogen. Das ist unfassbar. Unglaublich. Geil. Ja, das haben wir gezogen. Ich zeige es euch mal. Ja, und dann zeige ich euch nochmal meine restlichen Figuren. Ja, die kennt man ja schon. Das ist der Stapel, wo ich alle 32 Mannschaften zusammen habe. Und das ist der Stapel mit meinen restlichen Figuren. Das heißt, wir sind jetzt so bei gute... Warte mal, da unten auch noch. Bestimmt über 200. Ja. Achso, und hier sind noch die Ausgewählten, die bei jemandem fehlen. Die kriegt sie geschenkte, weil ich ja eine nette Mensch bin. Okay, gut. Das war's, Leute. Peace. Das war's mit dem Tipp-Kick-Pack-Opening. Das war's auch mit dieser Session-Folge, dass man das hier zeigt. Ihr könnt jederzeit gegen uns zocken. Im Laden. Um 10er oder um 10er weniger. Also 10er mehr, 10er weniger. Da können wir zocken. Ich würde sagen, bis deine Antenne haut da rein. Und lasst einen Daumen da. Und die Glocke nicht vergessen zu abonnieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und kriegt sofort eine Benachrichtigung, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis dann, Peace!